Bei einer Verpuffung bei der Harzer Zink GmbH entstand ein Schaden von 300 bis 400.000 D-Mark. Sehen Sie hierzu den folgenden Filmbeitrag. Der zweite Großeinsatz für die Bad Harzburger Feuerwehr innerhalb einer Woche ging am 18. Juli relativ glimpflich ab. In einem Betriebsgebäude der Harzer Zink GmbH war es zu einer Verpuffung gekommen, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Wie es dazu kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei 200 bis 300.000 D-Mark. Kurz nach 11.30 Uhr ging der Alarm in der Feuerwehrzentrale ein und schon bald darauf trafen Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst und der Notarzt am Unglücksort ein. Sie wurden von einer meterhohen Rauch- und Staubsäule, die über dem Betriebsgebäude aufstieg, empfangen. Auch der Atemschutzcontainer war vor Ort, da die Feuerwehrmänner nur mit Pressluftatmern in das völlig verqualmte Gebäude eindringen konnten. Parallel dazu wurde über das Dach ein Löschteppich gelegt. Löschwasser konnte nicht eingesetzt werden, da die Gefahr bestand, dass der Vollstrahl den Zinkstaub aufwirbelt und eventuell ein zweites Mal entzündet. Außentemperaturen von fast 30 Grad Celsius mussten die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit abgelöst werden. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kümmerten sich umgehend um die Männer, die nach ihrem Einsatz völlig erschöpft aus der Halle kamen. Im Einsatzwagen der Feuerwehrtechnischen Zentrale koordinierten der Kreisbrandmeister Manfred Friedrich und Bad Harzburgs Stadtbrandmeister Udo Raders den Ablauf der Löscharbeiten. Rohstoff, Zinkrückstände, die bei Verzinkereien auf den Zinkbädern schwimmen. Dieses wird hier aufbereitet und aus diesem Zinkoxid vermischt mit Spuren von Cadmium wird Zinkoxid hergestellt. Wir haben es ausschließlich mit einem metallurgischen Prozess hier zu tun. Das ist also eine Verfahrenstechnik im metallurgischen Bereich, wo dieser Rohstoff, der von den Zinkbädern kommt, aufgearbeitet wird, um reines Zinkoxid zu gewinnen. Ein Schadaustrag können wir also neben dem ganz normalen Brandrauch, den wir hier hatten, weil ein Förderband gebrannt hat, weil Kabel gebrannt haben, lediglich diesen Zinkoxidstaub im Rauch enthalten haben. Und das ist Metalloxid. Keine weitere Problematik. Alles, was da sonst durch die Presse geistert ist,
von den Betriebsabläufen her, von den eingesetzten Stoffen her, nicht möglich. Wir haben kein Chlor, wir haben keine organischen Verbindungen. Also keine Gefährdung? Keine Gefährdung. Es ist eine Staubproblematik, auch für die Einsatzkräfte. Und das ist auch der Grund dafür, und auch das wollen wir hier gleich offen sagen, warum das Werk angeboten hat, die stark verschmutzte Schutzkleidung, so wie sie ihre Arbeitskleidung auch reinigt, zu reinigen. Es gibt da keine Probleme dahinter. Lediglich dieses sehr unschöne, schmierige, so graffitähnliches Staubzeug. Das ist die Problematik. Von der Einsatzlage her ist es so, dass es eine Verpuffung gegeben hat. Ich schließe, dass es eine Staubexplosion gegeben hat. Also es hat irgendwo angefangen zu brennen. Das kann auf elektrischem Wege oder ein heiß gelaufenes Lager, was auch immer, gewesen sein. Der Betrieb hat ja gearbeitet. Dann gibt es durch die Thermik, durch die Wärme entsteht Thermik, dann ist dieser Staub aufgewirbelt und hat durchgezündet. Eine klassische Staubexplosion. Wir haben jetzt das Problem, nachdem wir alles abgelöscht haben, was an sichtbarem Feuer da war, dass wir noch Brandnester haben, überall dort, wo zum Beispiel so dieses flockige Gummi vom Förderband ging. Ja. Und dieser Zinkstaub nimmt kein Wasser an. Das heißt also, wir können das nicht einfach mit Wasser rein und ausmachen. Deswegen wird jetzt die Halle von oben nach unten gefegt. Ja, also auf jedem Träger, auf jedem Geländer, auf jedem Mauervorsprung liegt jetzt dieser Staub. Das fegen wir jetzt runter. Auf dem Boden ist ein Schaumteppich, etwa 15 cm hoch. Da fallen diese Glutnester rein und sind dann aus. Und wenn wir das durch haben, ist der Einsatz für uns gelaufen. Jawohl, wer war jetzt alles im Einsatz? Wir haben alle 5 Harzburger Feuerwehren hier. Wir haben die Feuerwehr Oker hier, das DRK Oker, den Rettungsdienst, den leitenden Notarzt, die Schutzpolizei, den Landkreis, untere Wasserbehörde. Und die Gewerbeaufsicht ist informiert und kommt, weil es sich eben hier um laufenden Gewerbebetrieb handelt.